Ja, komm, mach hin, Mensch, ich hab den Bus verpasst. Ich muss nach der Fahrschule. Ja, nun komm, fahr zu. Mein Gott, das Gerödel hier. Ja, nun bleib stehen, warte, warte. Hör mal, ich muss ganz schnell nach Hoffmann, nach der Fahrschule. Ich hab Theorieunterricht. Ja. Weißt du? Fahr mal eben schnell rein. Ja, ganz schnell rein. Komm, lässt du mich rein. Jawohl. Hör mal, mein Theorieunterricht fängt gleich an. Und mach dazu, pass auf. Weißt du, wie du fährst? Guck mal, habt ihr für schöne Musik. Fährst du hier, pass auf, Vorsicht, dass du den am Schneiden bist. Ich mach den Lappen gerade. Hast du noch keinen Führerschein? Nein, ich habe keinen Führerschein. Also ich bin stellvertretender Chefredakteur, ich habe keinen Führerschein. Und ich muss jetzt einfach, weißt du, man muss sehen, wo man bleibt. Genau. Ja, auf die Frauenwelt. Das macht einen anderen Eindruck, weißt du, ich meine. Ich bin der Aus. Wie heißt ihr? Wir Schunk. Wie wir Schunk? Wir heißen Schunk. Ach, ihr heißt Schunk. Ja, ich bin die Margret. Margret und Sie. Oder man muss die Frau sind, die Führerschein hat. Das ist ja meine zweite Frau. Ach, das ist die zweite schon? Ich hatte schon mehr. Ich hatte schon mehr, aber ich bin nicht verheiratet. Sie noch keine eine Tasse Kaffee angeboten in Neura. Ich wohne doch da. Wer soll mir da Tasse Kaffee anbieten? Ich mach doch nicht auf Blau. Also Kaffee kann ich immer noch. Hier die Frau Schunk. Aber ich habe... Was sagst du? Hör mal, Herr Schunk, ich rieche schon die Heimatluft. Ja? Ich rieche das. Gut. Ja, wenn auch das heißt Kraftwerk zufällt. Das ist mir warm ums Herz. Früher war das schlimmer. Ja. Also früher, da haben wir hier den Brikettgeruch gehabt. Ja, das war weiß ich noch. Weiß ich noch, da wollten sie mich wegschicken, weißt du? Ich hab doch Schnappatmung, wisst ihr? Ja, und da wollten sie mich an den Nordsee, hab ich gesagt, nein, mein Gräben euch verlassen. Habt ihr denn nicht fetzigere Musik, Flippers oder was? Ne? Ja, komm, fahr zu, ich muss da aufmachen. Tempo! Ja, hier ist 30. Ja, nun, weißt du, jetzt macht er ja, du willst mir beibringen, wie ich fahren muss, ne? Ja. Nee, schön, vielleicht sind wir da an der Fahrschule Hoffmann. Ich hatte Glück, dass die Schunks mich mitgenommen haben. Ich sitze zwar nicht so schön, da sage ich ganz ehrlich. Ja, warum sitzen Nein, Sie denn? Ich sitze, ich habe Rücken, weißt du? Ach so. Und jetzt sitze ich hier so ein bisschen, das ist von der Federung, ist das nicht mein Fall. Da seid ihr mir nicht böse, weißt du, wenn du geschenkt ein Auto, schaut man nicht in den Kotflügel. Aber du weißt, was ich meine. Ja. Unser Enkel ist auch gerade bei Hoffmann. Ist der auch mal der Aufprüfung? Dann kenne ich den. Ist das so ein großer? Ja, also ein ganz großer Sascha. Ja, der Sascha. So ein dunkler? Ja. Nein, der ist bei mir eine Theorie. Ehrlich? Ja, wirklich. Ich schwöre euch, ich kenne ihn. Der sitzt hinter mir. Neben mir rechts ist die Kathi. Hinten sitzt der Sascha und vorne die Martina. Hör mal, das ist eine Hase. Ich weiß Bescheid. So, da sind wir schon bei Hoffmann. Das gibt's ja nicht. Ist der Enkel von denen bei mir eine Fahrschule? Die Welt ist klein. Ja, genau. Also, die Welt ist klein. So. Hier vorne ist es gleich. Hör mal, ihr wisst Bescheid. Fahrt vorsichtig. Allzeit gute Fahrt. Tschüss. Ciao. Alles Gute. Alles Gute. Ne? Alles Gute. Aber die Federung hier, das ist nicht. Die Federung wäre schlecht, hat er gesagt, bei uns im Auto. Jawohl. Die Kamera bleibt drin. Die Reifen nicht blockieren. Super. Sehr gut. Das hätte ich nicht gewusst. Ich hätte es nicht gewusst. Welchen Vorteil habe ich? Welchen Vorteil? Nicht einkesseln lassen, der will dich verrückt machen. Das habe ich in Schleiern geraten. Ja, dann ist er den Fallen, also theoretisch hin und her und auf den Reden. Ich meine, ich wäre jetzt auch lange genug hier gewesen, ob ich den Führerschein bekommen könnte. Ich kenne den Dieter Kürt, kenne ich. Der Dieter ist Wärmig, der ist beim Pflanzenverkehrsamt. Und ich will hier einmal, also Theorie, dass man unter der Hand. Ich mache jetzt gleich Praxis. Ja, ich verabschiede mich, wenn ein bisschen langweilig hier, weißt du. Die Praxis wird dann interessant, dann können wir das alles ausprobieren. Ja, nicht an, das kann man sich abschminken. Sehr, sehr junger Mann.